Hallo Leute, hier ist euer Alisafir mit Fruit Ninja. Leichtes Spiel, jeder kennt's. Wer es nicht kennt, der kann das Video halt gucken, wenn er will. Wenn er halt keinen Bock hat, schaltet entweder weg oder guckt bei meinen anderen Videos vorbei. So, Leute, die es kennen, drei Modi. Bei dem Arcade ist halt normal Früchte mit so einer Art, keine Ahnung, wie kann man das nennen? Warte mal, ich zeig's euch einfach mal. Ja, genau, Klingen. Hier kann man verschiedene Klingen freischalten. Man hat am Anfang das einfache Messer. Und je nachdem, wie man gerade Level gestiegen ist, kann man das alles freischalten. Bis jetzt bin ich Level 27, Kenner 4. Und je nachdem kostet es halt hier die jeweiligen Sternenfrüchte. Zum Beispiel jetzt schon hier ab. Genau, Absolvent. Das war mit irgendwas mit, was war's? Irgendwas mit Part 20 oder so. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Da kostet das hier schon 7.500 und hier bei den Kenner, wo ich halt gerade bin, über 10.000. Ich will nicht wissen, wie das auf Experte ist, weil es fehlen mir halt ungefähr halt nur noch drei Level. Mal schauen, wie das so ist. Dann gibt es hier noch solche Event-Dinger. Also diesmal gab es zum Beispiel das Ghostbusters. Also wer Fruit Ninja schon ein bisschen länger hat, der weiß, wie das ungefähr aussah. Weil ich habe das nämlich jetzt auch schon sehr lange. Und das Event, wo das da war, das war so um die Halloween-Zeit. Letztes Jahr. Das sah schon geil aus. Das war schon cool. War eine geniale Idee. Und da gibt's noch eins, das Kettensägen-Klinge. Was aber nicht jetzt hier mal dabei war, sondern das ist jetzt nur so zu kaufen. Ich weiß ja nicht, oder so. Wenn das einer hat, kann ja mal einen Kommentar schreiben oder so, wie das mit der ist, wie man mit der Klinge so spielen kann, ob das so okay ist. Kann ja mal einer mal einen Kommentar schreiben, wer Bock hat. Ja genau, da gibt es noch diese Hintergründe, die man Dojo nennt. Denn das ist das Einfache hier. Das ist halt normal, da ist nichts Besonderes. Dann gibt es auch hier, ab dem hier, gibt es, wenn man zum Beispiel eine Dreier-Kombo hat oder eine Vierer-Kombo, gibt es noch eins dazu. Also sprich, wenn man eine Dreier-Kombo hat, hat man also drei, vier Punkte und so, je nachdem. Was ich jetzt gerade habe, wie hier, 50% Rabatt auf Power-Ups. Das ist zum Beispiel, das sind die hier, die man halt benutzen kann, die, also da macht dann macht man das Spiel leichter, sag ich mal. Und hier ist es leicht bei den Bomben. Die kann man dreimal halt treffen, wie man lustig ist. Und dann bekommt man nicht 10 Punkte abgezogen. Ich kann euch ja kurz zeigen. Das müsste, glaube ich, hier auch dastehen, oder? Ah ja, genau, hier. Benutze Power-Ups für den Ninja-Vorteil. Bärenschlag kostet 60 Sternfrüchte. Erdbeeren explodieren und geben 5 Punkte. Dann gibt es noch Pfirsich Spaß. Das kostet 50 Sternfrüchte. 2 Sekunden für jeden aufgestellten Pfirsich. Also, wie es halt sogar auch sehr gut erklärt. Wenn man es schneidet, sag ich mal, dann bekommt man 2 Sekunden mehr gut geschrieben. Und dann gibt es noch eins, was ziemlich, ja, ich sag jetzt einfach mal so, dadurch ist das Spiel eigentlich ein bisschen leichter, weil man sollte eigentlich die Bomben ausweichen. Wenn man halt aus irgendwie, keine Ahnung, aus Versehen oder irgendwie halt mal eine Bombe trifft oder so, dann bekommt man nicht die 10 Punkte abgezogen. Also wie es hier steht, Bombenabwehr kosten 40 Sternfrüchte. Schützt sich dreimal davor, eine Bombe zu treffen. Also, da habt ihr das gehört. Ist schon ein bisschen leicht. Es
kommen wir nochmal zu den restlichen Dojos. Große Welle, Chance auf 10 Früchtewellen. Also das ist halt schon geil. Da kommt einfach auf Zufall so eine Welle, kommen halt übelst viele Früchte auf so eine Reihe, wo man eine gerade Linie ziehen kann, wo mindestens so eine 10er-Kombo möglich ist. Ist halt schon übel geil. Dann haben wir noch Yin Yang Arcade bzw. Zen oder Zen, je nachdem wie man es ausspricht oder so. Ich sag's Zen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so sagt. Jedenfalls Arcade Zen 10 zusätzliche Sekunden. Also bis jetzt habe ich das jetzt auch nicht gekauft oder benutzt oder so. Weil ich will jetzt noch meine Sternenfrüchte jetzt hier an der Zahl, so über 5000 will ich erstmal behalten. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas anderes, weil es jetzt so klingt und so angeht und so. Mal schauen. Dann gibt es hier noch Gutsu und Trüffel. Hol dir Bonuskisten mit Goodies. Na, dann müsste ich da sehr nachgucken, weil das wüsste ich jetzt auch nicht. Dann gibt es hier noch das Event. Also das war auch mal mit dabei. Das hier, das gibt es halt auch zu kaufen. Das ist halt auch schon übel geil. Schneide Geisterfallen auf, um Geisterfrüchte freizulassen. Schon geil, finde ich. Dann gibt es auch das. Irgendwie, das hatte ich mal ausprobiert, aber bei mir hat es irgendwie nicht so richtig geklappt oder so. Ob das überhaupt so als Hintergrund, naja, so gut aussieht, finde ich jetzt nicht so gerade jetzt. Aber wer es mag, kann es irgendwie benutzen. Ja, da muss man halt das Spiel halt irgendwie spielen oder ach, vielleicht kommt da irgendwas oder so doch kurz dazu, damit man das irgendwie machen kann oder so. Wüsste ich jetzt nicht so gleich auf die Schnelle. Jetzt bin ich gerade irgendwie am Überlegen, ob ich euch die Power-Ups kurz zeige oder halt nicht. Ach, ich zeige euch das einfach kurz. Auf jeden Fall ist ein deutlicher Unterschied, wenn man die Power-Ups benutzt, entweder alle drei oder nur eins oder zwei oder so. Wenn man alle drei benutzt, ist das, finde ich, ein bisschen leichter, okay, abgesehen von dieser Erdbeere, das hat ja damit ja nichts zu tun. Da bekommt man 5 Pluspunkte, aber das kommt ja dann. Entschuldigt kurz. Jedenfalls, wenn man so eine Art Vergleich hat zu den Power-Ups, wenn man die benutzt, und wenn man keine benutzt, das ist ein deutlicher Unterschied. Seht einfach mal selbst. Fängt schon direkt an. Ja, genau hier. In dieser Erdbeere da. Wenn man die zerschneidet, dann hier sogar nochmal. Dann bekommt man die 5 Pluspunkte. Genauso wie mit dem Pfirsich. Gibt es dann halt die 2 Pluspunkte halt mit gut geschrieben. Ah ja, genau, je nach Combo bekommt man noch so eine Art Zusatzbonus, sag ich mal, wie hier es halt dasteht, hier, oder, wenn es halt mal dasteht, Hyperangriff, unglaublicher Angriff und so, je nachdem, was halt gerade ist, ich mach gerade keine Combo. Und es gibt noch so kleine Dinge, wie ich gerade hatte, doppelte Punkte, wenn man halt die Banane zerschneidet hier, dann bekommt man halt doppelte Punktzahl. Dann gibt es noch eine Freeze-Banane, die verlangsamt das bisschen und so. Ist auch schon geil. Und dann gibt es noch diese Banane da, wo halt übelst an den Seiten hier übelst viele Früchte kommen. Und das war die, ich weiß jetzt nicht, wie hieß das, Drachenfrucht? Ich weiß gerade nicht. Nee, Granatapfel. Genau, so hieß es ja. Jo. Was ich aber wenigstens sehr, sehr gut finde, die ersten 5 Spiele bekommt man die Punkte halt mal 5, damit man halt schneller zum Level kommt. Halt auch sehr gut. Geht nämlich auch hier da. Tägliches Training. Kommen Sie bei Ihren ersten 5 Spielen pro Tag 5-mal schneller ins nächste Level. Ja, das ist schon sehr cool.
Dann zeige ich noch, euch noch die anderen zwei Modi, weil das jetzt nur Arcade zeige und auch zu hören bringt es nicht. Wenn, muss man es schon voll zeigen. Ich glaube, ich mache das auch als letztes Test. Mal schauen. Dann zeige ich euch noch den Classic Mode. Hier kann man das halt auch noch benutzen. Ja, wie mache ich denn das hier? Ich glaube, es kam jetzt auch gerade keine Bombe, deswegen, dass man den in der Erdwehre. Ja, kam ja vor. Aber die Bomben, die waren nicht dabei. Deswegen zeige ich euch mal die Bomben. Im Classic-Modus ist es jetzt ein bisschen anders. Man muss auf jeden Fall alle Früchte treffen. Wenn nicht, wenn einer hier runterfällt, kommt halt so ein Kreuz. Und wenn die drei Kreuze voll sind, hat man verloren. Ja genau, das darf man nicht treffen, da ist man gleich down. Da hat man es gleich verkackt. Ich mache es erstmal ein bisschen auf der sicheren Seite, weil gleich müssten auch gleich hier zwei, drei hintereinander kommen. Und das halt auch schon ein bisschen schneller. Deswegen mache ich das lieber auf der sicheren Seite und mache das lieber ein bisschen so einzeln. Erstmal. Ja, genau, da war es gerade. Nein, ah, da hab das gesehen. Da habe ich aber gerade nicht aufgepasst, ey. Ah ja, die kommt die auch manchmal. Das war vorhin gerade knapp, ey. Fast die Bombe getroffen. Nein! Shit. Wieder so ein Kreuz. Wie gesagt, man muss da halt im Classic-Modus ein bisschen mehr aufpassen. Man darf keine einzige Frucht nicht geschnitten haben. Hä? Was war denn das gerade? Egal, shit, ey. Ein Kreuz, da bin ich down. Da bin ich. Wow, das war. Nein! Arsch. Egal. Nee, jetzt nicht. Und wir sind jetzt endlich Level 28. Kenner Nummer 5. Bolodo, 1000 Sternenfrüchte. Geil. Ja. Also, das ist so schnell. Vorbei geht, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber egal. Dann zeige ich euch noch schnell noch den Zinn. Dann war's das erstmal. Ja, dann mache ich jetzt erstmal keine. Weil Zinn ist so ähnlich wie der klassische Modus, nur dass man 1 Minute 30 hat und dass zum Schluss kein Granatapfel kommt. Sonst ist genau fast dasselbe. Das war jetzt nice. Ich glaube, da kommen auch nicht diese Spezialbananen, da wie hier Freeze-Banane und doppelte Punktzahl und dass man da rauscht und so. Ich glaube, das kommt auch nicht. Ich könnte jetzt auch mal ein bisschen Kombos machen, ne? Ja, haben wir schon eine gehabt, die Vierer. Dann meine Dreier-Kombo, noch eine. Ich krieg irgendwie meistens nur 3, 4 hin. Und wenn ich mal Glück habe, 4, 5, 6 oder so. Ich hätte schon mal eine 10er. Oder was, mal eine 11er? Ich weiß gerade nicht. Aber es war nur bei diesem Wellen-Dojo da hier. Ich nehme schon mal eine 6er. So 200 Punkte ist ein bisschen mager irgendwie. Ja, war das irgendwie gerade in der Schienbein? Ich habe gerade irgendwas mit 200 gelesen. Ist jetzt auch gleich vorbei. Kommt noch irgendwas? Komm. Na, okay. Spiel vorbei. Okay, jetzt habt ihr den Zen-Modus gesehen. Ähnlich wie Arcade, nur dass der Granatapfel nicht kommt. Ah ja, auch keine Bomben kommen. Ist mir da jetzt auch gerade aufgefallen.
Und na, die Spezialbananen, die kommen halt nicht. Also Freeze, Rausch und diese mit den doppelten Punktzahl. Bomben nicht, Granatapfel nicht. Ja, das war's. Ja, genau. Sonst, ja, kann man sagen, ach, und man hat 30 Sekunden mehr drauf, also 1 Minute 30. Beim Arcade hat man ja nur eine Minute. So, dann war's jetzt erstmal, weil den Multiplayer, den kann ich euch nicht zeigen, weil das schlecht ist, irgendwie alleine gegen sich selber zu zocken, und das ist ein bisschen merkwürdig. Wer es halt schon mal mit jemand anders gespielt hat, also jetzt auch mehr Spieler und so, der weiß es schon mal. Wenn nicht oder so, ja, dann rate ich erstmal, versucht selber, versucht irgendwie mit einem Freund oder den irgendwie gerade fragt, ob die Bock drauf haben und so. No, also ich finde es eigentlich cool und so. No. Dann würde ich jetzt so sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Dann ciao, euer Ali. Macht's gut.